Solltest du eine Datei mal versehentlich gelöscht haben oder vielleicht auch nachträglich Fehler reingeschrieben, die du wieder rückgängig machen möchtest, so kannst du das problemlos machen, weil eben Dropbox alle Versionen des letzten Monats in der Basisversion gespeichert werden. Die früheren Versionen findest du, wenn du so eine Datei auswählst und zwar nicht auf den Link klickst, sondern einfach in diese Zeile, in der diese Datei liegt und dann über mehr frühere Versionen. Da wird dir gezeigt, wer was wann daran gemacht hat. Also auch in geteilten Ordnern, wo verschiedene Leute daran arbeiten, könntest du also einen Fehler, der ein Kollege von dir gemacht hat, wieder rückgängig machen. Nichts ist verloren. Und mit Wiederherstellen wird diese alte Datei wieder zurückgeholt.